Julian, wir wollen heute in unserem zweiten Podcast in der Reihe über deine aktuelle Arbeit sprechen, deine jüngste Arbeit, einen Tisch in Anlehnung an den Tisch, an dem Putin gesessen ist und an dem er Staatsgäste empfangen hat. Ich glaube, man braucht diesen Tisch als Bild gar nicht einblenden, denn er hat sich wirklich ins kulturelle Bildgedächtnis eingegraben. Und gleich vorweg, Putin hat das sehr geschickt gemacht. Also er bedient sich einer sehr, sehr geschickten Bildpropaganda. Er Definitiv, bedient ja. die sozialen Medien sehr gut, sehr gut. Aber das ist mir aufgefallen, als ich heute Morgen noch mal ein bisschen recherchiert habe, er bedient sich immer einer Bildpropaganda aus den 30er Jahren. Okay. So ist es auch mit dem Tisch. Also diese berühmten Propagandafotos, die wir von Putin kennen, mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd, wie er einen Fisch ausnimmt, wie er bei der Getreideernte hilft. Das ist natürlich alles, das ist bekannt, das ist alles in Anlehnung an Benito Mussolini geschehen, der das Okay. natürlich auch gemacht hat, der bei der Trockenlegung der Pontinischen Sümpfe dabei war, der auf dem Pferd gesessen ist, der Motorrad, der am Flugzeug gesessen ist. Also diese Bildpropaganda wurde tatsächlich in den 30er Jahren entwickelt, von Mussolini, aber auch ein Stück weit natürlich von Hitler und seinem Fotografen Heinrich Hoffmann. Und die setzt da auch bei dem Tisch ein. Und das ist so eine Geste, die eigentlich mit unserer Zeit wenig zu tun hat. Und sein Okay. Handeln geht ja in eine ganz ähnliche Richtung. Also Krieg zu Absolut. führen ist ja eigentlich ein absolutes No-Go in Europa nach 1945. Deshalb waren ja alle auch so schockiert, Ja. als er die Ukraine überfallen hat Anfang 19, 14, 2000. 2014. Am War die Krim, 20. aber Februar 2022 2014 war war die die Krim. Krim. Und dann 2022 im Frühjahr eben Genau. die Ukraine. Und kurz vorher finden diese legendären Treffen an dem Ja. Tisch statt. Ja. Dass man vielleicht so als Einleitung zu einer Propaganda, die aus den 30er Jahren stammt, die Das glaubst du auch, zu einer Handlung sehr gut passt, ja. aber so ein bisschen natürlich aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Deshalb waren auch alle so schockiert und da konnten sich auch sehr schnell lustig machen. Aber der Unterschied ist tatsächlich, es geht jetzt hier nicht um die Printmedien, es geht nicht um Wochenschauen oder Ja. ähnliches, sondern es geht um soziale Ja. Medien und Netzwerke. Und natürlich hat das eine ganz andere Viralität entwickelt als beispielsweise die Bildpropaganda in den 30er Jahren. Aber du glaubst damit, so wie du das sagst, dass die Bildpropaganda ganz gezielt eingesetzt worden ist und auch die Nähe zu einer Bildsprache, die aus den 30er Jahren unter Mussolini oder Hitler stattgefunden hat, ganz bewusst gewählt ist? Absolut. Ich Absolut. glaube nicht nur ich, sondern ich Ja, glaube, okay. Ja, ist eine gute das Frage, sehen ja. alle Beobachter, Putin das Ja. selber entwickelt, ob er da gute Berater hat. Ich meine, das weiß man auch von anderen Diktatoren. Das weiß man zum Beispiel von Osama bin Laden, der sich Ja. ja mehr oder weniger Boris Kreuz hat mal gesagt, fast wie ein Videokünstler inszeniert hat als Beduinenfürst. Ja, also Osama bin Laden kommt aus einer reichen Familie, aber diese Inszenierung, die er wählt, ist natürlich ganz bewusst gewählt. Und auch diese Bilder sind natürlich um die Welt damals schon geeilt und haben sich viral verbreitet. Das machst du mit deinem Tisch. Dann gebe ich dir auch gleich das Wort. Machst du das? Habe ich heute dieses T-Shirt an von den Chapmans. Du machst mehr oder weniger eine postmoderne Geste draus. Das heißt, du nimmst diesen Tisch auf, du nimmst seine Codes auf, du persiflierst sie oder, das ist ja das Bekannte an diesem T-Shirt, was von den Künstlern Jake und Dennis Chapman stammt, das haben sie in Anlehnung an die Dead Kennedys gemacht, die das Hakenkreuz auf einer Fahne durch ein Smiley ersetzt haben. Also ein sehr starkes Symbol des 20. Jahrhunderts durch ein anderes Symbol ersetzt haben. Das waren ja nicht zufällig die Dead Kennedys, das war die Punk-Strategie. Punk hat einfach diese Symbole verwendet in einem Kleidungsstück, Hammer und Sichel, Hakenkreuz, andere politische Symbole, in der Hoffnung, die dann kollabieren zu lassen, zusammenbrechen zu lassen. Das ist so eine, ja, würde ich sagen, eine postmoderne Geste schon gewesen. Und die wendest du natürlich auch an. Vielleicht könntest du erstmal ein bisschen das Vorgehen bei dem Tisch beschreiben, wie du mit den Elementen spielst, wie du die einzelnen Codes, wissenschaftlich würde man vielleicht sagen, versuchst zu dekonstruieren. Wie ist dein Ja. Ansatz an der Stelle? Also zunächst mal habe ich ziemlich lang recherchiert, weil es natürlich ein sehr heikles Thema ist. Ausgehend von den Bildern, die wir alle gesehen haben, dieser 6 Meter lange Verhandlungstisch, ein Tisch, den man in dieser Distanz niemals verhandeln kann. Das war auch nie das Ziel, da verhandeln zu können. Man hat ja Bilder gesehen, wo auch andere Staatsgäste nicht an der langen Seite gesessen sind, sondern an den kurzen Seiten. Jetzt muss man dazu sagen,
Zu dieser Zeit war noch die Corona-Pandemie oder die Ausläufer der Corona-Pandemie, und das hat das vielleicht mit Sicherheit noch ein bisschen gestützt, weil man hat ja gesagt, oder es wurde kolportiert, dass Putin eine panische Angst vor Corona hatte, von einer Infektion von Corona. Der hat sich auch weitgehend aus der Öffentlichkeit, es wurde sogar kolportiert, dass er viele Termine von Doppelgängern hat machen lassen, weil er wahnsinnige Angst vor dieser von einer Infektion hatte. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, dass ich sehr lange recherchiert habe, und das Thema Faschismus ist auch immer wieder in diesem Kontext mit Putin, mit dem Kriegsbeginn hochgeploppt. In der Form, dass zum Beispiel Umberto Eco hat ja ein Tool entwickelt mit, ich weiß es jetzt nicht auswendig, ob es 9 oder 10 Punkte sind, an denen man Faschismus charakterisieren kann. Und ich habe in unterschiedlichen Medien mehrfach gelesen, dass Russland unter Putin heute 9 von 10 oder 8 von 9 erfüllt, also fast alle Merkmale eines faschistischen Staates erfüllt. Und insofern stützt das das, was du gerade eben gesagt hast, dass er auch ganz bewusst Bildcodes der Nationalsozialisten oder der italienischen Faschismusbewegung einsetzt. Ja. Ja, zu dem Tisch. Wir haben uns dann, ich habe dann recherchiert, habe versucht, verschiedene Abbildungen zu kriegen. Aber das erste Bild ist einfach dieses Bild. Auf der einen Seite sitzt Putin, auf der anderen gegenüberliegenden Seite, also in 6 Meter Entfernung, sitzen Scholz, Macron. Wer auch immer noch dort war, der österreichische Kanzler war da und noch einige andere. Dann ist eben auffällig gewesen dieses Oval des Tisches, dann diese Füße, diese 3 Tonnen, auf denen der Tisch fußt, die so vertikal verlaufende Streben haben, wo ich relativ zeitnah die Assoziation bekommen habe. Okay, das schaut ja aus, weil der Tisch immer aus einer Perspektive fotografiert worden ist, dass man die Spitze dieser Streben nicht gesehen hat. Und da war sofort die Assoziation, es schaut ja aus wie Endstufen von Raketen. Und also das war dann eine relativ naheliegende Manipulation, die wir an dem Tisch vorgenommen haben. Und dann habe ich in relativ raren Abbildungen, die den Tisch so ein bisschen von oben zeigen, entdeckt, dass da eine rundumlaufende Bordüre ist, die mit Efeu-Ranken oder etwas Ähnlichem ausgestattet ist, in Grün, aber auch wohl noch mit Blattgold-Intarsien. Und das haben wir aufgegriffen, weil man hat ja in vielen Bildern des Krieges immer wieder Bilder gesehen, wo ein Panzer, eine Haubitze in einem Wald stehen und die zusätzlich noch mit einem Tarnnetz mit. Und diese Tarnnetze sind halt oft mit so Efeu-Blättern versehen. Und das war dann auch wieder ein relativ naheliegendes Spiel, was da aufgeploppt ist, nämlich in diesen Efeu-Ranken, die der Tisch hat, Panzer und Haubitzen verstecken zu lassen und diese Waffen alle gegenüber von Putin wegzurichten. Vielleicht nochmal zurück zur Strategie, die Putin ja sehr, sehr gezielt wählt. Also im Vergleich wären die Proteste in Belarus gewesen 2020 gegen die gefälschten Wahlergebnisse von dem dortigen Diktator. Wir sehen keine Menschenmengen. Wenn ich mir das jetzt visuell aufrufe im Gedächtnis, dann sind es natürlich die weiß gekleideten Frauen in Belarus, die entweder niedergeknieten vor Polizeimannschaften, die häufig rote Tücher dabei hatten oder Blumen, die sie sich angesteckt hatten, rote Blumen. Das war so ein Beispiel, wie Protest im 21. Jahrhundert funktioniert. Man schafft eine Bildikone und diese Bildikone zirkuliert im Netz. Und das Gleiche macht Putin. Ich weiß nicht, ob er es bewusst macht oder nicht. Er schafft eine Bildikone, über die sich natürlich alle lustig gemacht haben. Aber man erschaudert auch so ein bisschen an dieser Eiseskälte. Ja, das geht natürlich, es geht um Infektionen. Wir haben im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Es geht auch um die Angst, vielleicht von Demokratie infiziert zu werden. Also Definitiv, Russland ja. wird von Schönes dem Bild. Virus Demokratie infiziert und vor dem versucht sich Putin natürlich genauso zu schützen wie angeblich vor Corona. Man weiß nicht sicher, war Also das ist ja, was viele sagen, dass das eigentlich die allergrößte Sorge ist letzten Endes, dass es viel mehr als die Tatsache, dass sich die EU, die NATO immer weiter Richtung Osten ausgewandert ist, dass es nur ein vorgeschobenes Argument ist. Die eigentliche Angst gilt der Freiheit und der Demokratie, dass die überschwappen könnte nach Russland.
Aber nochmal zurück, Putin schafft natürlich nicht nur Bilder des Krieges, sondern er führt auch Krieg. Ja, also das ist das wirklich Erschreckende an dieser visuellen Bildsprache, die er wieder aufruft, ja, die er wieder aufruft und die uns so erschüttern lässt. Es gibt natürlich viele andere Beispiele über Tische in der Kunstgeschichte, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, was berühmte Tische sein könnten. Aber nochmal zurück zur Strategie. Natürlich ist deine Hoffnung, denke ich mal, auch, dass dieser Tisch, der schon so zirkuliert ist, nochmal zirkulieren wird, natürlich wieder in den sozialen Medien, in den sozialen Netzwerken. Aber nochmal vielleicht zu der Dimension des Tisches, ist der dann genauso groß? Wie muss ich mir den vorstellen oder wie Also wir haben jetzt soll der ihn realisiert erstmal werden? digital gestaltet und gerendert als 3D-Modell, aber tatsächlich ist der Plan, ihn in Originalgröße zu bauen, also 6 Meter lang, wie er ist. Und ich glaube, das ist eine interessante und eine wichtige Geschichte, ihn auch in Originalgröße zu zeigen, weil da Folgendes passieren kann. Das Ganze Werk hat noch eine andere Ebene, nämlich wir alle kennen Momente, wenn am Ende von einer Beziehung beispielsweise eine gewisse Sprachlosigkeit entsteht. Und der Tisch ist ja eingebettet in das Gesamtkonzept, you are here at Cloud Cuckoo Land, und gehört zu der Werkgruppe der Raum des Unbehagens. Und wie bei den anderen Arbeiten auch, arbeiten wir, ist es ja Teil einer immersiven und interaktiven Ausstellungskonzeption. Und wir arbeiten mit Kopfhörern. Das heißt, der Besucher steht vor diesem Tisch und hat einen Kopfhörer auf. Nur diesmal hört er keine Soundscape, hört er keine Klänge, keine Musik, sondern diesmal können wir über Noise Reduction hinaus, Noise Cancelling hinaus, wir können Stille verstärken. Und so, dass wir den Besucher mit einem beklommenen Gefühl konfrontieren, was er dem Tisch zuordnen kann, aber einer persönlich erlebten Situation. Und ich glaube, das ist das Interessante und was den Impact auf den Besucher nachher auslösen kann. Nochmal zurück vielleicht auch zum Tisch, das hier gewählt wird oder der hier gewählt wird als ein politisches Symbol. Auch das fällt aus der Zeit. Also wir erleben ja ganz selten nur noch, dass Politik an Tischen gemacht wird. Ja, Politik wurde früher an Verhandlungstischen gemacht. Man kennt so diese An berühmten, runden Tischen. man kennt die Kartentische zum Ja. Beispiel, auf denen Ja, Kriegsstrategien ja, entwickelt ja, und ja. Pläne. Natürlich Ja. fällt uns da der Zweite Weltkrieg Ja. sofort ein. Also das sind so typische Beispiele für Tische. Und in postmoderner Politik, wie wir sie eigentlich jetzt erleben, hat diese Bildsymbolik eigentlich gar nichts mehr zu suchen. Also man sieht, wenn was ist, dann ist man im Oval Office, dann sitzen die da auf Stühlen nebeneinander, machen Shake Hands oder ähnliche Dinge und verschwinden dann in irgendwelchen Hinterzimmer, da mögen wieder Tische stehen. Der runde Tisch, den du gerade ansprichst, ich habe das auch mal nachgelesen, der ist tatsächlich erst 1989 als runder Ja, Tisch bezeichnet worden, genau. als wirklich noch so. Das ist auch eine ganz andere Bildsymbolik. Also das war der Versuch, die Bürgerinnen an den Tisch zu holen. Also nicht Genau. nur Verhandlungen zu führen, Ja. Bürgerinnen, das ist ein Ein Zeichen für gleichberechtigter Dialog. Partizipation, Ja, für ja, Mitbestimmung. ja. Gab es übrigens schon auch bei der Potsdamer Konferenz, das war auch ein runder Tisch, aber Ja. da waren die dann eher so in solchen Kreisen um die Tische der Wichtigkeit halber Ja. dann angeordnet. Aber eigentlich sind Tische aus der Politik verschwunden. Und deshalb interessant auch. Wir müssen kurz auf den Designer eingehen. Du wirst gleich mehr dazu Ja. sagen können. Ein italienischer Designer, ich weiß gar nicht, ob man von Design sprechen soll, aber italienisches Design, da denke ich dann eher an Memphis, Möbeldesign oder ich denke an Ja, Superstudio, Ettore aber Sozza, nicht, ja. also sagen wir mal, sehr gehobenes Handwerk, was er da gemacht hat. Der Tisch ist ja schon sehr alt. Der ist ja schon ein Teil eines Ensembles, was, glaube ich, seit über 25 Jahren schon im Kreml gestanden ist und der dann jetzt erst wieder Verwendung gefunden hat. Aber nochmal zurück zu Tischen, vielleicht in der Kunst. Der berühmteste Tisch, das ist natürlich L'Ultima Cena, das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci. Ja, und auch ein langer Tisch, an dem die jetzt aber sich natürlich nicht gegenüber sitzen, Jesus und seine Jünger, aber wo eben eine Ikonografie geschaffen wird, die dann weiter zitiert wurde, nämlich Jesus, der den Jüngern sagt, dass er verraten wird. Und die Jünger, deshalb fand ich es auch so interessant, jetzt im Vergleich mit dem Putin-Tisch, die Jünger zeigen eben Emotionen. Also die Jünger sind schockiert, sie zeigen Emotionen fast schon wie das Gegenüber bei Putin, nur Jesus bleibt gefasst. Ja, Jesus sagt, ich werde verraten werden, er bleibt gefasst und die Jünger zeigen eben diese Emotionen. Der Moment der Emotion ist so wichtig, weil du sprachst vorher von Stille. Also ich glaube,
diese sterbende Emotion, diese eingefrorene Emotion an diesem Tisch, diese Kälte, die dann natürlich vorankündigt, dass tatsächlich jetzt auch eine eisige Kälte und Krieg in Europa wieder stattfindet, das drückt dieses Bild natürlich auf eine sehr, sehr erschreckende Art und Weise. Also man kann sich nicht wirklich lustig machen. Es gab im Netz viele Beispiele, ja, wo man den Tisch unendlich lang gemacht hat, die chinesische Mauer als Tisch. Dann gab es Eiskunstläufer, die drauf gelaufen sind. Dann gab es die Riesenpizza, die auf dem Tisch lag. Ja, ich habe mich totgelacht, aber natürlich ist einem am Ende das Lachen immer wieder auch eingefroren, muss man ganz klar sagen. Ja. Und du hast es vorher gut benannt, das ist eben nicht deine Strategie, eine weitere Persiflage zu machen, sondern deine Strategie ist es, in einen größeren Kontext einzubinden, es mit einem Soundscape zu verbinden. Ja, und wie du gesagt hast, die Raum Codes des Unbehagens. Ja, ja, und die Codes zu dechiffrieren so ein Stück weit. Ja. Weil die Codes sind sowas, es ist eine sehr männliche Geschichte, also es ist ein Männlichkeitswahn, den ich da detektiere. Es ist Gewalt letzten Endes, die da auch zum Ausdruck kommt. Ja. Macht, ganz klar. Ja. Dominanz. Mhm. Das sind und natürlich all das eingebetteten, überbordenden Nationalismus. Ja. Und all das sind ganz klare Indikatoren für Faschismus. Ja. Ich habe auch noch ein bisschen weiter geschaut. Politik und Tisch, es gibt sogar Bücher über Diktatoren an Esstischen. Also wenn Diktatoren zu Tisch laden, ob es jetzt Gaddafi gewesen ist, ob es jetzt Stalin gewesen ist. Der Tisch war immer in Diktatorenkreisen ein Versuch, das Gegenüber zu demütigen. Ja. Ja, indem man ihm was angebot hat zu essen, was er nicht essen konnte. Ja. Oder ähnliches. Also auch das wäre dann ein gutes Beispiel hier. Ja. Also Tisch, Esstisch ist mir noch eingefallen. Natura Morte, was dann so im 16. Jahrhundert aufkommt, der reichlich gedeckte Tisch. Das ganz berühmte Bild, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auch noch Corona-Pandemie, Olympiade in China. Mhm. Ein gefühlt etwa 80 Meter langer Tisch, an dem aber nur 20 Personen gesessen sind, mit etwa 5 Meter Abstand. Und die haben, in der Mitte war die olympische Landschaft der Winterspiele, also mit Skislow, also mit Skipisten und so weiter dargestellt, also eine riesige Landschaft. Und dann saßen da in 4 Meter Abständen, 5 Meter Abständen Menschen, die Essen vor sich hatten. Mhm. Es war vollkommen absurd. Mhm. Essen, was ja eigentlich auch eine gemeinschaftsbildende Handlung ist, hier natürlich dann in so einer Isolation. Ich glaube, wir müssen zum Schluss noch mal drüber nachdenken oder kurz ansprechen, dass der Westen, ich nenne es jetzt mal den Westen, wir haben eigentlich keine effektive Bildpropaganda entwickelt, um jetzt auf so eine Propaganda zu reagieren. Das ist eigentlich erschreckend. Mhm. Also wir produzieren auch Bilder des Krieges. Wir sehen Panzer, die geliefert werden. Ja. Wir sehen Marschflugkörper oder ähnliches Kriegsgerät, aber wir haben keinen amerikanischen Präsidenten, der mit martialischer Geste auftreten darf, weil er genau weiß, er kann das nicht mehr. Mhm. Ja, selbst Donald Trump hätte wahrscheinlich diese Geste nicht mehr nutzen können. Also man ist da so in der Bildpropaganda, in der Antwort auf so eine Geste, letztendlich auf so eine Beleidigung ist man irgendwie etwas ratlos, weil uns noch so die Mittel fehlen. Also ich habe vorher die Proteste in Belarus angesprochen, das war eine effektive Bild. Ich will es gar nicht Propaganda nennen, das waren Bildikonen von mutigen Frauen, Bildikonen, die es geschafft haben, so einen Protest ebenso weltweit. Ebenso im Iran. Ja. Sind erstaunlicherweise bemerkenswerterweise jetzt gerade viele Frauen, die diese Bildikonen schaffen, aber das fehlt im Augenblick ein bisschen. Ja, jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, dass man eigentlich den Tisch von Putin gar nicht abbilden muss, weil er sich mehr oder weniger in das kulturelle Bildgedächtnis förmlich eingebrannt hat. Aber deinen Tisch müssen wir jetzt am Schluss doch wirklich nochmal einblenden, weil der hat viele solche Details, wo man auch ins Schmunzeln gerät. Also es hat so eine Ähnlichkeit mit einem Stand-Up-Paddle, dieser aufgeblasene Diktator, den du letztendlich in so einer, fast schon, ich will es nicht eine Hüpfburg nennen, aber es ist so ein aufgeblasener Tisch eigentlich. Ja, und das hat eine ganz lustige Bewandtnis, weil ich habe meinem Co-Künstler, dem Terry Rudert, der die Animation für den Altar gemacht hat, die Regie geführt hat, von der Idee mit dem Tisch erzählt. Und der Terry hat mich am nächsten Tag angerufen, das habe ich abends erzählt, am nächsten Morgen rief er mich an und war total verstört und hat gesagt, er hat ganz schwer schlafen können, und weil er sich so Gedanken gemacht hat. Und er sagte, er hätte geträumt, wir müssen den Tisch aufblasbar machen. Mhm. Und das hat mich zunächst mal irritiert,
Ich dachte erst, nee, können wir nicht machen, der Tisch soll ausschauen, wie der Tisch ausschaut. Und aber je länger die Zeit wurde, je mehr ich darüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, dass das genau die richtige Strategie ist, weil dieses Aufblasen, du hast es gerade eben eingangs gesagt, steht für eine aufgeblasene Männlichkeit, für aufgeblasene Macht, für viel heiße Luft. Und deswegen haben wir uns dazu, oder habe ich mich dazu entschieden, den etwas aufzublasen mit der Option, wir denken gerade über einen zweiten Teil dieser Arbeit nach. Das wird eine Animation, wo wir dann die Option haben, diesen Tisch, so wie er jetzt ist, weiter aufzublasen und ihn platzen zu lassen, mit der Idee einfach alles zu zeigen, wofür dieser Tisch steht, die ganzen Codes, wofür er steht, einzublenden. Aber wir blenden jetzt am Schluss erstmal den jetzigen Stand des Tisches aus. Dem Rest müssen wir uns halt einfach vorstellen, wie der dann explodiert oder dann eben in die Ausstellung kommen, wo der Tisch dann hoffentlich bald mal zu sehen ist.